Arthur Schopenhauer ist ein herausragender deutscher irrationalistischer Philosoph, ein Vertreter der Lebensphilosophie, die eine Reaktion auf den Rationalismus der Aufklärung wurde.1819 veröffentlichte Schopenhauer sein Hauptwerk Die Welt als Wille und Vorstellung, in dem er eine neue und umfassende Lehre gegen den Rationalismus der Neuzeit zu begründen suchte. Man muss denken, wie die wenigsten und reden wie die meisten. Der Wechsel allein ist das Beständige. Die Freunde nennen sich aufrichtig. Die Feinde sind es. Vergeben und vergessen heißt kostbare Erfahrungen zum Fenster hinauswerfen. Wir denken selten an das, was wir haben, aber immer an das, was uns fehlt. All unser Übel kommt daher, dass wir nicht allein sein können. Die Sudler sollten ihre Dummheit an etwas anderem auslassen, als an der deutschen Sprache.
Besonders überwiegt die Gesundheit alle äußeren Güter so sehr, dass wahrlich ein gesunder Bettler glücklicher ist, als ein kranker König. Jeder Verstand wird von denen unbemerkt bleiben, die ihn selbst nicht haben. Die durchschnittliche Person beschäftigt sich damit, wie man die Zeit totschlägt, während die talentierte Person versucht, sie zu nutzen. Es ist notwendig, in einem Gespräch auf kritische, sogar wohlwollende Bemerkungen zu verzichten. Es ist leicht, eine Person zu beleidigen, aber es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, sie zu korrigieren. Reichtum ist wie Salzwasser, je mehr man davon trinkt, desto mehr Durst bekommt man. Das gilt auch für Ruhm. Manchmal scheint es uns, als würden wir uns nach einem fernen Ort sehnen, obwohl wir uns in Wirklichkeit nach der Zeit sehnen, die wir dort verbracht haben, jünger und fröhlicher als jetzt zu sein. So täuscht uns die Zeit unter der Maske des Weltraums. Die Welt, in der ein Mensch lebt, hängt in erster Linie davon ab, wie er von einem bestimmten Menschen verstanden wird, und folglich von den Eigenschaften seines Gehirns. Danach erweist sich die Welt entweder als arm, langweilig und vulgär oder umgekehrt, reich, voller Interesse und Größe.